بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد wir beginnen heute بإذن الله جل وعلا mit dem Thema الخشوع also die Demut im Gebet wie genießen wir das Gebet das ist die Frage die wir uns hier stellen denn derjenige der das Gebet genießt wird auch Sehnsucht haben nach dem Gebet Und er wird sich freuen auf das nächste Gebet. Und er wird demnach auch das Gebet nicht vernachlässigen. Aber derjenige, für den das Gebet eine Last ist, eine Qual ist, ein Erschwernis ist, derjenige wird das Gebet vernachlässigen und er wird froh sein, wenn das Gebet endlich vorbei ist. Aber so war nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sondern der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu seinem Muadzin, Gebetsrufer, Bilal, radiyallahu anhu, Arihna biha, lass uns Ruhe finden durch das Gebet. Das heißt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat sich gefreut auf das Gebet. Warum? Weil er weiß, man ist seinem Herrn am nächsten in der Niederwerfung, also im Gebet. Und sicherlich will jeder aufrichtige Diener die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala und dadurch, dass der Mensch mit jeder Niederwerfung höher steigt im Paradies und höhere Stufen erreicht, dadurch wird der Muslim auch sich freuen, wenn er betet und erkennt dann die Gunst Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah genau dich ausgesucht hat und genau dir erlaubt hat, ihn anbeten zu dürfen, obwohl es so viele Menschen gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbeten. Al-Khushu', die Demut. Al-Khushu' ist das erste Wissen, das verloren geht. Dazu berichtete Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu, Inna awwala ma yurfa' minan nas al-Khushu'. Das erste, das von den Menschen aufgehoben wird, ist die Demut. Und Abu Darda berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-umma al-khushu' hatta la tara fiha khashi'a." Das erste, das von dieser Gemeinschaft aufgehoben wird, ist die Demut, so dass du keinen Demütigen mehr findest. Und Hudhayfa radiyallahu anhu sagte: "Das erste, was von eurer Religion verloren geht, ist die Demut." Und das Letzte, was von eurer Religion verloren geht, ist das Gebet. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn wir das verstehen. Und das sehen wir bei vielen Menschen, dass sie sich nicht mehr beschäftigen mit der Essenz des Gebets, mit der Demut im Gebet, sondern sie beschäftigen sich nur noch mit den Handlungen. Und das bedeutet nicht, dass die Handlungen uninteressant sind. Du kannst die Demut nicht erreichen, wenn nicht die Handlungen während des Gebets sunna-konform sind, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgeführt hat. Das heißt, das ist die erste Bedingung, dass du betest, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Doch viele von uns bleiben dort stehen und schauen sich nicht mehr die anderen Sachen an. Auch beim Wissenserwerb findest du viele von uns, die sagen, ich kenne das Gebet in allen Rechtsschulen, die alle Meinungsunterschiede und er denkt, er hat einen großen Stand im Wissen erreicht, aber er weiß nicht, wie er demütig wird. Er empfindet keine Sehnsucht nach dem Gebet.
Er ist froh, wenn das Gebet fertig ist. Er empfindet eine Last, wenn er etwas zu tun hat, aber die Gebetszeit ist eingetreten. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass er unwissend ist. Denn hätte er dieses Wissen über Al-Khushu', das Wissen über die Demut, dann hätte er nicht dieses Gebet vernachlässigt oder dann würde er nichts anderes wünschen, sich nichts anderes wünschen, als noch weiter zu beten. Die Demütigen unter den Dienern Allah subhanahu wa ta'ala werden im Koran an vielen Stellen erwähnt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala lobt also die Demütigen unter den Menschen. Das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit zwei Aspekten anbeten, eben mit der Hoffnung, aber auch mit der Furcht. Das heißt, der Mensch, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, dann muss er ihn anbeten aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, aus Furcht vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala, aus Furcht vor dem Verderben Yawm al-Qiyamah, wenn man nicht zu den Gottesfürchtigen gehört, aber auch aus Hoffnung auf die Gnade Allahs, aus Hoffnung auf die Belohnung, die man erwartet. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die Demut ebenfalls in einer weiteren Ayah. Allah azza wa jal sagte, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Gewiss muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten, und Allahs vielgedenkende Männer und gedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Möge Allah azza wa jal uns helfen, zu diesen Leuten zu gehören. Also hat Allah azza wa jal von den Eigenschaften oder Bezeichnungen, die zu diesem großartigen Lohn führen und zur Vergebung Allahs führen, erwähnt die demütigen Männer und die demütigen Frauen. Demütig, Al-Khushu' und die Demut ist natürlich ein Zustand, der auch außerhalb des Gebets stattfindet. Aber insbesondere das Gebet muss demütig ausgeführt werden. Allah Jalla wa Ala hat die Demut auch in einer weiteren Ayah erwähnt, indem er sagte, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zu ihnen selbst herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Eine weitere Ayah, die die Demut erwähnt, ist die Aussage Allah Azza wa Jal. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sag, glaubt daran oder glaubt eben nicht. Diejenigen, denen vor ihm das Wissen gegeben wurde, fallen, wenn ihr
wenn er ihnen verlesen wird, ehrerbietig auf das Knie nieder. Das bedeutet, diese Menschen fallen ehrerbietig aus Demut, wie Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin sagte. Und sie sagen, gepriesen sei unser Herr, das, was er versprochen hat, ist eingetreten. Und sie werfen sich nieder und weinen, und dies steigt ihr Demut. Oder dies führt dazu, dass ihre Demut steigt. Allah azza wa jalla sagte auch, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich vor ihrem Herrn demütigen, das sind die Insassen des Paradiesgartens, ewig werden sie darin verweilen. Und hier in dieser Aya wurde Al-Ikhbat erwähnt. Das heißt, neben Al-Khushu' gibt es noch diese Stufe Al-Ikhbat, und das ist eben auch die Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal sagte auch, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Und er hat weiterhin noch einige andere Eigenschaften dieser Gläubigen erwähnt, und bis er sagte, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Und nach einigen anderen Eigenschaften heißt es dann, das sind die Erben, die das Paradies erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Das heißt, eine Eigenschaft der Gläubigen ist die Demut. Und deswegen muss man schauen, wie verrichte ich mein Gebet, um zu wissen, ob ich ein gläubiger Mensch bin oder nicht. Man ist nicht nur dann ein gläubiger Mensch, wenn man mit dem Körper sich neigt oder niederwirft, aber mit dem Herzen gar nicht anwesend ist. Das ist kein Glaube. Denn die Munafiqin, möge Allah uns davor bewahren, haben auch ihre Körper bewegt innerhalb des Gebets vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Doch was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das Herz des Heuchlers gefüllt ist mit dem Unglauben und das Herz des Gläubigen gefüllt ist mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen musst du dir die Frage stellen, wie betest du? Wie bete ich? Wenn ich im Sujud bin, fühle ich mich gut? Tut es mir gut, dass ich Subhana Rabbi al-A'la sage? Wie oft sagst du das? Nur einmal oder dreimal, weil das eben so ist, Pflicht mindestens, also nur im Mindestmaß? Oder sagst du es öfters, ohne jetzt eine bestimmte Anzahl zu nennen? Aber bist du jemand, der im Sujud viel Allah subhanahu wa ta'ala bittet? Oder sagst du einfach nur Subhana Rabbi al-A'la, Allahu Akbar? Und was ist mit deinen Bittgebeten? Hast du keine Fragen, hast du keine Bitten an Allah subhanahu wa ta'ala? Hast du keine Sachen, die du anstrebst, die du erfüllt haben möchtest? Und der beste Zeitpunkt dafür ist natürlich das Sujud. Deswegen ist es verwunderlich, dass jemand denkt, er würde richtig beten, demütig beten, beten wie die Gefährten und die Tabi'in, aber er macht das zack, zack. Das Lesen im Gebet, wie liest du? Am laufenden Band, also mit einer Geschwindigkeit von einer Rakete, oder liest du und hältst immer inne und überlegst über diese Ayat? Ich kann kein Arabisch. Ja, dann ist zumindest mal effizient, dass du dir diese Übersetzung holst, die ungefähre Bedeutung des Korans. Und was für Suren kannst du? Ich kann Al-Fatiha und Qulullahu Ahad. Super. Das heißt, du liest dir die Übersetzung von Al-Fatiha und von Qulullahu Ahad durch. Und jedes Mal, wenn du diese Suren liest, dass du dich daran erinnerst. Was heißt Qulullahu Ahad? Qul huwallahu Ahad. Allahu Samad. Was heißt denn As-Samad? Und so weiter und so fort. Und dass man eben während dem Gebet immer nachdenkt. Das ist eigentlich das Geheimnis hinter der Demut. Das Geheimnis hinter der Demut ist das Nachdenken
das Überlegen über das Gebet, über die Gedenksprüche, über die Ayat, die gelesen werden, über die Verbeugung, über die Niederwerfung. Und das alles, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, werden wir insha'Allah in diesen Unterrichten durchnehmen, Schritt für Schritt. Allah subhanahu wa ta'ala tadelte sogar diejenigen Gläubigen, die keine Demut empfinden. Und das zeigt noch einmal, wenn wir uns selbst abrechnen, wenn wir mit uns selbst abrechnen, dass wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Menschen zwar Gläubige genannt, aber er hat sie getadelt, dass sie nicht demütig sind. Allah azza wa jalla sagte, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden? Subhanallah. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die was? Die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben, und viele von ihnen sind Frevler. Ibn Mas'ud radiallahu anh sagte, zwischen unserem Eintritt in den Islam und dem Tadel Allahs an uns durch diese Ayah lagen nur 4 Jahre. Das bedeutet, wir sehen hieraus, dass der Mensch sich entwickeln muss in seiner Persönlichkeit, in seinem Glauben, in seiner Gottesfurcht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen eine bestimmte Zeit gegeben, aber dann hat er sie getadelt. Wann wollt ihr denn aufhören mit den Eigenschaften der Jahiliyyah? Wann wollt ihr denn ganz zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und das muss sich jeder von uns auch fragen. Jeder von uns muss sich die Frage stellen, die Allah uns gestellt hat: Ist es denn nicht Zeit, aufzuhören mit der Sünde? Ist es denn nicht Zeit, zurückzukehren zu Allah? Wie lange willst du noch dieses Leben führen, das du momentan führst? Du denkst, du wirst heute nicht sterben, auch nächste Woche nicht sterben, nächstes Jahr auch nicht. Besonders Jugendliche denken eher, dass sie nicht sterben werden. Aber es gibt auch ältere Personen, die denken, sie werden nicht sterben. Alle anderen sterben, nur ich noch nicht. Das heißt, wann kommt der Zeitpunkt, in dem du weißt, dieses Leben hat ein Ende und deswegen muss ich dieses Leben nutzen, damit das ewige Leben, Yawm al-Qiyamah, ein gutes Leben sein wird im Paradies und nicht ein schlechtes in der Hölle. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Allah erwartete die Herzen der Gläubigen, so tadelte er sie nach 13 Jahren der Offenbarung des Korans. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala erwartete diese Herzen und nach 13 Jahren kam diese Ayah, dass sie eben getadelt wurden, wann kehren sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Dieser Vers der Demut war ein Grund für die Reue vieler Menschen. Diejenigen Menschen, die natürlich ein gutes Herz haben, ein gesundes Herz haben. Nicht die Menschen, die in Achtlosigkeit sind, die denken, ja, das ist egal, und wenn ich sterbe. Das sind Leute, deren Herzen sind krank, denen alles egal ist, auch wenn sie in der Hölle sind, die sich vielleicht sogar lustig machen darüber, dass man in der Hölle sein wird. Das sind Menschen, deren Herzen sind tot oder am Schlafen. Aber die lebendigen Herzen, selbst wenn sie sündigen, wie wir gleich sehen werden, die Tatsache, dass der Mensch sündigt, heißt ja noch lange nicht, dass sein Herz ganz tot ist. Sein Herz ist schwach, aber es lebt noch. Und wenn es noch genug Kraft hat, um ermahnt zu werden, dann wird es auch einen positiven Einfluss haben auf den Körper. Und zwar
sagte al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala in der Erläuterung dieser Ayah, und zwar: Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung? Er sagte, diese Ayah war ein Grund für die Reue des Fudayl ibn Iyad und des Ibn al-Mubarak. Zwei große Gelehrte. Große Gelehrte. Zwei Gelehrte und Vorbilder in der Enthaltsamkeit, Az-Zuhd, in der Ibadah, in der Taube. Und der Grund, warum sie zurückgekehrt sind zu Allah subhanahu wa ta'ala, und warum sie ihr altes Leben geändert haben zu einem neuen Leben, war folgender. Abdullah ibn al-Mubarak wurde nach dem Beginn seiner Enthaltsamkeit gefragt. Also seit wann bist du jetzt so ein guter Diener Allah subhanahu wa ta'ala? Seit wann hast du gesagt, es reicht jetzt? Ich kann ja nicht so weiterleben wie immer. Da sagte er, eines Tages war ich mit meinen Brüdern im Garten, als die Bäume Früchte von den verschiedensten Sorten trugen. Wir aßen und tranken bis in die Nacht hinein und sind dann eingeschlafen. Ich war damals begeistert von dem Oud. Oud ist ein Instrument, ja, so wie die Gitarre ein Instrument ist, ja, nennt man Laute. Ich war begeistert von dem Oud-Spielen und den Trommeln. Ich wachte auf und fing an, in der Nacht an zu spielen. So spielte ich eine Melodie, die einen bestimmten Namen hat, und zwar Rashin al-Sahar. Auf dem Baum war ein Vogel, der zwitscherte. Doch das Instrument al-Oud wollte nicht spielen, wie ich es wollte. Plötzlich sprach das Instrument, als ob ein Mensch spricht, und sagte: Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Daraufhin sagte ich: Doch, o Allah, ich brach das Instrument und trennte mich von meinen Freunden. Das war der Beginn meiner Enthaltsamkeit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dieses Zeichen gegeben, dass er endlich aufhören soll. Und jeder von uns bekommt Zeichen in seinem Leben. Nun, das Problem ist, dass wir Zeichen nach Zeichen ignorieren. Und zwar bewusst, jeder weiß, ja, ja, das ist ein Zeichen jetzt. Die Krankheit, der Unfall, die Schwäche, die Probleme, der Kummer, der gekommen ist. Jeder weiß, Allah sagt mir, hör auf jetzt. Aber man macht die Augen zu, ignoriert das, und man macht die Ohren zu. Man macht, wenn man verschließt, eher sein Herz. Warum? Weil man es nicht wahrhaben möchte, dass es jetzt aufzuhören hat, dieses schlechte Leben. Und das Problem dabei ist, liebe Geschwister, dass wir immer vergessen, das großartige Leben wird es im Paradies geben. Jede Begierde, die du dir hier wünschst, im Diesseits, ob das die Begierde nach Geld, nach Ansehen, nach Frauen, nach Lust, nach Nahrung, nach Kleidung, nach Gebäuden, nach Landschaften, egal was die Menschen an Begierden haben. Der eine mag die Landschaften, der andere mag Bauten, der andere mag Geld, der andere mag dies, mag jenes, Ansehen. All diese Begierden wird es im Paradies geben, und zwar zuhauf. Gibt es hier irgendjemand unter uns, der daran zweifelt, dass Yawm al-Qiyamah es Schlösser gibt und es Flüsse gibt und es Bäche gibt und es Pflanzen gibt und es schöne Landschaften gibt und so weiter und so fort? Warum also möchtest du unbedingt diesen kurzen Genuss von einer Minute, von einer Stunde, von einem Tag, von einem Jahr, warum möchtest du diesen Genuss auf Kosten des ewigen Genusses Yawm al-Qiyamah? Ist das intelligent? Das ist überhaupt nicht intelligent. Das klassische Beispiel, jemand sagt dir, du bekommst jetzt sofort ein Auto, ja, das uralt ist, oder du wartest ein Jahr und du bekommst einen Maybach. Gibt es irgendjemand, der intelligent ist, der sagt, nein, gib mir das alte Auto jetzt? Jeder normale Mensch würde sagen, reiß dich zusammen, das ist ein Maybach.
Also das Jahr werde ich auch irgendwie mit Straßenbahn und Fahrrad überleben. Und genau das ist die Idee des Gläubigen. Der sagt, reiß dich zusammen. Du willst fröhlich sein, du willst trinken, essen, du willst Gesellschaft haben. Das bekommst du alles im Paradies. Was musst du dafür tun? Wirf dich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Verlasse diese eine Sünde. Und deswegen muss man sich zusammenreißen. Bezüglich des Fudayl ibn Iyad, so war der Grund seiner Reue, dass er ein Verhältnis mit einer Frau hatte, die mit ihm verabredet war. Als er die Mauer bestieg, um zu ihr zu gelangen, hörte er jemanden die Aya lesen. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Dann sagte er, doch, es ist Zeit. Al-Fudayl ibn Iyad war auf dem Weg zur Sünde. Aber das ist das gesunde Herz, das schwach werden kann. Auch der sportlichste Mensch kann schwach werden. Er ist gesund, tipptopp, aber er wird schwach. Und genauso ist das Herz des Gläubigen. Es ist zwar gesund, es kann aber schwach werden, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Sohn Adams sündigt. Doch die Besten unter den Sündigern sind die Bereuenden und Bedauernden. Al-Fudayl ibn Iyad war in dieser Situation der Schwäche, aber da das Herz gesund war, sobald er die Ayah hörte, hat er gesagt, okay, bist du so jemand? Ist dein Herz so fit, sobald du hörst? Allah sagt, ittaqillah. Allah Azza wa Jalla sagt, das ist haram, dann hörst du auf. Bist du bereit? Ist dein Herz so trainiert? So wie der Sportler, er hört den Startschuss oder den Startbefehl und dann kann er sofort rennen? Bist du jemand so? Oder bist du jemand, er hört den Startschuss und fängt dann erst an zu trainieren? Ja, dann ist es ja zu spät. Und genauso sind diese Gefährten, und es gibt viele, viele noch, Malik ibn Dinar und andere viele, in der Zeit der Tabi'in und der danach und die danach, die durch diese Ayah zurückgefunden haben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eben Al-Khushu', die Demut. Wenn du die Demut empfindest, dann wirst du die Sünde verabscheuen, dann wirst du keinen Spaß mehr an der Sünde empfinden. Warum? Weil du denkst die ganze Zeit an Allah subhanahu wa ta'ala. Du denkst nicht mehr an jemanden anderen. Du liebst Allah so sehr, wenn du demütig bist, dass dir keine Sünde gefällt. Aber dafür muss man sich immer an Allah erinnern. Und dafür muss man Allah subhanahu wa ta'ala immer erwähnen. Und deswegen wurden die 5 Gebete auch dem Menschen auferlegt. Die Stellung des Khushu' wird ebenfalls gezeigt durch das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor einem Wissen ohne Nutzen, vor einem Herzen, welches nicht demütig ist, vor einer Seele, die nicht satt wird und vor einem Bittgebet, das nicht erhört wird. Möge Allah uns davor bewahren. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht bei Allah vor mangelnder Demut. Daraus lernen wir, wie kann ich zur Demut gelangen? Indem ich Allah bitte und anflehe, dass er mir diese Demut gibt. Denn das liegt in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Was sind nun die Aspekte, die zur Demut führen? Es sind mehrere Punkte. Der erste Punkt ist die Furcht oder die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Eines der wichtigsten Aspekte, um demütig zu sein, ist Allah zu fürchten. Das Problem bei uns ist, wir fürchten Allah nicht. Wir haben keine Angst vor Allah. Die Strafe in Jahannam ist uns egal, ist uns gleichgültig. Dieses Gefühl, das ein Mensch hat, lässt ihn natürlich sündigen.
Ja, macht nichts, macht nichts. Und weiter. Diese Ignoranz führt dazu, dass jemand nicht demütig sein kann und nicht Allah Azza wa Jal fürchten kann. Und deswegen musst du daran arbeiten, dass du Allah fürchtest. Wir alle wissen, was Furcht und Angst ist. Jeder hatte mal Angst vor seinem Vater, vor seinem Lehrer, vor Allahu A'lam wen. Das heißt, wir wissen, was Angst ist. Ja? Wenn wir auf einmal den Puls des Herzens überall fühlen und empfinden. Aber hast du einmal Furcht vor Allah empfunden? So wie die Propheten, so wie die Gefährten, so wie die Ulama, die großen Gelehrten. Das ist das A und O im Khushu'. Was bedeutet Al-Khawf? Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, hat nun verschiedene Definitionen der Angst erwähnt. Er sagte, Al-Junaid, ein Gelehrter, rahimahullah, sagte, die Angst ist die Erwartung der Strafe mit jedem Atemzug. Die Angst ist die Erwartung der Strafe mit jedem Atemzug. Das Problem bei uns ist, wir sind uns sicher, obwohl wir so viel sündigen, was soll denn mir passieren, Yawm al-Qiyamah? Das Paradies ist klar, ne? Obwohl Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte zu den Gefährten, glaubt ihr, dass Allah mir vergeben wird? Umar ibn al-Khattab. Er sagte, hätte die Mutter von Umar nicht auf die Welt gebracht. Und viele weitere Gefährten, die eben Furcht hatten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wie erlangt man diese Furcht? Das werden wir bi'idhnillah noch sehen. Es wurde auch gesagt, die Angst ist die Erschütterung des Herzens und dessen Bewegung durch die Erinnerung an den Gefürchteten. Du erinnerst dich an etwas, das du fürchtest. Was geschieht nun? Dein Herz bewegt sich, dein Herz erschüttert sich. Und es wurde gesagt, die Angst ist die Kraft des Wissens über den Verlauf der Bestimmung. Die Angst ist die Kraft des Wissens über den Verlauf der Bestimmung. Dass du weißt, Allah Azza wa Jal hat Sachen festgesetzt und du hast nun Angst, dass du zu denjenigen gehörst, die die Rechtleitung nicht bekommen. Doch Ibn Qayyim al-Jawziyyah sagt, doch ist dies die Ursache der Angst, nicht die Angst selbst. Also die Kenntnis über das Verborgene, die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal vorgeschrieben hat, ist nicht die Angst selbst, sondern es ist die Ursache. Ebenso wurde gesagt, die Angst ist die Flucht des Herzens vor dem Eintritt des Befürchteten bei dessen Wahrnehmung. Also wenn du wahrnimmst, es passiert jetzt was, die Flucht des Herzens vor diesem Eintritt des Befürchteten, das ist die Angst. Das sind alles Definitionen, liebe Geschwister, für die Angst. Er sagte weiterhin, die Furcht ist spezieller als die Angst. Denn die Furcht bezieht sich auf diejenigen, die Wissen über Allah besitzen. Allah sagte, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Und das bedeutet, dass die Furcht eine Zusammensetzung ist von Angst und Wissen. Und bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala machen wir morgen, wenn Allah uns erlaubt, an diesem Punkt weiter. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.